Ja, du hast mich angerufen. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir hier vom Training zurück. Donnerstagabend. Hier sehen wir Manni. Er ist schon ein bisschen am Ölen und so weiter. Und wie war das Training hier mit den anderen Teams? Frühere Ewigknülle-Mitspieler. Aber ich bin gut ausgepowert, hat Spaß gemacht. Ja. Ach so. Ist in Sport ausgeartet. Es sah aus, ich sag mal so, ich habe auch ein bisschen mittrainiert, es sah also so schon aus, als ob es ein bisschen mehr Bewegung und technische Raffinesse auch eben im Spiel ist, als sonst so mit dem Team von Erich Knüller. Kann das sein? Ja, weil der Manni und der Wichse, die haben ja auch mitgespielt, ne? Aha, ja. Es hat die Qualität, sag ich mal, von dem Spiel auch gesteigert. Ja, und ich habe also auch Ex-Spieler gesehen, wie zum Beispiel Roman. Also muss ich sagen, da war die Freude groß zwischen dir, dem Polen und dem Roman, oder war das getrügt? Dazu jetzt bitte keinen Kommentar. Also okay, da sehe ich den Polen. Er telefoniert gerade noch, da wollen wir jetzt nicht so lauschen. Ciao. Da sehen wir sein neues Fahrrad. Ein sehr schönes Teil. Ja, Pole. Damit die Diebe direkt. Wie war das Training für dich so? Sensationell, platt wie ein Huhn. Es ist was anderes als mit Ewigknülle, kann das sein? Ja. Ich habe das auch gemerkt und da muss ich ganz ehrlich sagen, also da sollten sich da die Spieler von Ewigknülle wirklich mal eine Scheibe von abschneiden, wie hier die Jungs trainieren, und wir sind immer wieder herzlich willkommen. Na gut, dann würde ich sagen, das war's dann hier vom Trainingsplatz und bis des Weiteren. Ciao. Das sieht so aus,